Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und super leichten Platin mit dem neuen Spiel von Chili Dog Interactive, Lord of the Click Teil 3. Das Ganze könnt ihr kaufen für 4,99 €. Gibt es für PS4 keine PS5-Version. Im US-Store ist das Ganze dementsprechend auch erhältlich. Dauer der Platin hier maximal 5 Minuten und natürlich, wie immer bei Chili Dog Interactive, benutzen wir hier einen Cheatcode. Den geben wir direkt mal hier schon im Menü ein. Na, ich blende den euch natürlich wie immer ein, ganz klar. Und jetzt seht ihr schon oben links ist da schon ja, L1 Next Level. Ja, so überspringen wir wie immer die Level, ganz klar, bei Chili Dog Interactive. Zuerst gehen wir aber mal in Play. Und ja, da unten seht ihr schon die Leiste. Ja, die müssen wir quasi abarbeiten. Das erste Level müssen wir aber spielen. Das können wir nicht überspringen. Das ist quasi so ein Tutorial. Ja, macht einfach, was da steht, was die da euch anzeigen. Einfach X drücken. Und dann einfach ein bisschen warten. Das Ganze dauert circa 3 Minuten. Ja, jetzt könnt ihr hier quasi so Special-Gedöns machen. Ja, kommen so Bomben von oben runter. Ja, die können wir mal kämpfen lassen. Ja, der stirbt zwar jetzt, aber ja. Zack, ja, so, ja, einfach halt ein bisschen, ja, spielen und, ja, wie gesagt, 3 Minuten dauert das Ganze und ab Level 2 können wir dann überspringen, ja, können hier noch ein bisschen was kaufen, also einfach, wie gesagt, hier so ein bisschen rumdrücken, ja, ihr könnt das Spiel natürlich auch richtig spielen, mein Gott, dann dauert das Ganze bis zur Platin etwa, ja, keine Ahnung, 2, 3 Stunden oder was. Sind jetzt nicht unbedingt meine Spiele, deswegen werde ich es definitiv nicht normal spielen. Also ich habe an so einen Spielen absolut gar nichts, ist gar nichts für mich. Ja. Wie gesagt, wir warten jetzt hier einfach ab, ja, was hier so ein bisschen passiert. Ja, geben denen immer ein bisschen was zu essen, keine Ahnung, damit die nochmal fit sind. Und dann wird da auch gleich jetzt noch so ein Boss kommen, sobald der halt da ist. Ja, und dann ist das Tutorial hier quasi auch zu Ende. Ja. Und wie gesagt, ab dann können wir halt dementsprechend die Levels überspringen. Da kommt er auch schon, ja, mit seinen dünnen Stixi-Beinen. Ja, das ist der Oberkörper größer als alles andere. Guckt euch das an. Alter, wie eine Schnur. Schnurbeine sind das einfach. Beine aus Schnur. Das ist krass. So. Da haben wir Level 1 abgeschlossen. Continue. Da ist dann auch die Trophy dafür. Und ab jetzt, so, jetzt drücken wir hier einfach X. Und dann einfach L1 zum Skippen. Ja, dann ist das Level direkt vorbei. Continue. Und so gehen wir jetzt durch. Bis zum Ende. Ja, und dann habt ihr auch schon die Platin hier. Also nichts Wildes. Ja. Und diesmal auch, wie gesagt, nur 4,99 €. Es war auch schon etwas viel, ja, für diese 5 Minuten Platin. Ja, aber kennen wir mittlerweile von Chili Dog Interactive. Normalerweise sind sie auch ein bisschen teurer. Also es gibt Spiele von Chili Dog, die sind um einiges teurer. Hatten wir ja auch schon. Ja. Aber ja, ihr wisst ja, was wir Platin-Hunter nicht alles machen. Ne? Wie viel Geld wir ausgeben. Aber wenn man sich das alles mal hochrechnet, ja, hätte der ein oder andere mit Sicherheit schon ein Riesenhaus da stehen für das Geld. Ja. Also ganz ehrlich, ich will den Betrag nicht wissen. Ja. Bin jetzt auch über, keine Ahnung, 1700 Platins. Also ich glaube, wenn ich mir das auch mal alles zusammenrechnen würde. Puh. Ah ja, mein Gott. Jeder hat so seinen Laster zu tragen, ne? Quasi. Die einen so, die anderen so, mein Gott. Jeder so, wie er möchte, sage ich immer. Ne? Man lebt nur einmal, wenn man Bock drauf hat, verdammte Scheiße, dann soll man es halt machen. Ne? Warum halt nicht? Ja, die anderen gehen jeden Tag ins Fitnessstudio, ja, ballern ihren Körper hoch. Ja. Sollen die Leute doch machen, was sie wollen. Ja. Wenn andere im Monat, keine Ahnung, 200-300 € für Billo-Platins ausgeben, dann ist das auch so. Ja. Soll man keinen verurteilen, jeder auf was er Bock hat. So, Level 11.
Zack. Werden wir noch hier einmal skippen und dann sollte das Ganze hier schon erledigt sein. Ich glaube, ja, sind nur 12 Trophäen insgesamt, also ist nicht viel. So, da ist schon Level 11, 100%. Und da ist die begehrte Platin One Finger Death Punch. Und damit punche ich mich hier vom Video weg. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren. Damit ihr auch hier keine Easy Platin Games mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.